Fest umklammert hält der 8-jährige Miroslav die Hand seines Papas. Sein Oberschenkel zertrümmert, durchschlagen von der Kugel eines russischen Scharfschützen. Der kleine Miroslav liegt gemeinsam mit seinem Vater Andrei in der Kinderklinik von Chmelnytskyi schwer verletzt. Die Mutter tot, erschossen. Das waren Tiere, die uns das angetan haben. Sie haben doch gesehen, dass wir Zivilisten sind. Der Albtraum der vierköpfigen Familie beginnt am 1. März. Mit dem Auto flüchtet sie aus Beresivka, einem westlich gelegenen Vorort von Kiew. Dort tobt der Krieg. Die Mutter sitzt am Steuer, Miroslav und sein 10-jähriger Bruder Anton auf den Rücksitzen. Plötzlich taucht eine Kolonne russischer Panzer auf. Es fallen Schüsse, eine Kugel trifft Mutter Lana direkt in die Brust. Sie ist sofort tot. Ich finde keine Worte. Meine Frau, seine Mutter ist erschossen worden. Im Moment geht es nur darum, dass Miroslav wieder gesund wird. Obwohl die Schützen sehen, dass es eine Familie mit Kindern ist, schießen sie weiter. Andrei wird in den Unterschenkel getroffen. Dann nimmt der Scharfschütze den kleinen Miroslav ins Visier. Er trifft den Jungen kurz oberhalb des Knies. Sie können sich gerade noch hinter den Wagen schmeißen. Miroslav weint vor Schmerz. Dann kamen einige Russen, sie beschimpften uns noch. Einer nahm mir mein Handy weg, fragte mich, ob ich Aufnahmen von den Panzern gemacht hätte. Ein Soldat wollte Miroslav dann helfen, die Blutung zu stoppen. Das wollte Miro nicht. Ich habe dann sein Bein abgebunden. Die Schwiegereltern bringen die Verletzten in ihre Wohnung. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Quälende 6 Tage später kommen Vater und Sohn ins Krankenhaus. Miroslav wird operiert, 8 Schrauben fixieren seinen Oberschenkel. Die Schwestern haben dem Jungen Malbücher ans Bett gebracht, er hat sie nicht beachtet. Nur die Hand seines Vaters hält er fest umklammert.